Weiter geht's hier bei Let's Play Mass Effect 2. Nein, 3. Verdammt. Mit Doch. Mir. Ja. Ja. Und dem Duster. Ja, hallo. So, und nachdem wir jetzt mit Fane geschnüfft haben, ab zu Williams. Hast du endlich. Die wird der zweite Mensch hier. Boah, die schaut was. The galaxy has need of exceptional. Was für eine Schabracke. Wer denn je? I still need time. You'll have my answer soon, I promise. I look forward to it. Du, Gina. Bam! Bam vom Small. I got your email. Made your decision yet? On becoming a Spectre? Not yet. It's an honor and all. But I don't know. Also, ich würde das annehmen, wenn er Spectre wäre. It's a big decision. Echt? Ich nicht. Smart. Ja. Ich werde wahrscheinlich bloß überall alles konfiszieren. Es gab wie viele Groupies du da hast. Thanks. Mindestens 5. Boah, cool, ein altes Buch. Boah, das ist voll oldschool. Vor allem, wo ist das jetzt hin? Weg. Boah. So, weil die Oberweite ist doch übertrieben, oder? Untertrieben, ja. Ja, genau. Wirk. You're not a part of Cerberus anymore. Case closed. Full stop. It's the truth. Okay. You cut all ties. I accept that. It's just that if you're giving the orders, I need to be able to count on you. Ich aber auch. Ja, gleichfalls. That works both ways. It's a damn mess out there. All we've got is the people around us. We have to trust each other or this doesn't work. Deal? Deal. When you're back on your feet, we'll talk. Best girlfriends forever. There's one more thing. I wasn't sure if I should mention it. Ich bin lesbisch. What is it? I have family back on Earth. I haven't heard from them. It's making me crazy. But I know you're busy, Shepard. We can talk later. Nö, raus damit. Okay. Ich muss Pluspunkte sammeln. Eben. Ich muss Quariana und Geth zusammenbringen. Quariana und Geth. Ja, das ist auf jeden Fall. Ja. Chill mal. Take care of yourself. Will do, Commander. Aber die Aussicht ist schon cool, ne? Da kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ja. Im heutigen Krankenhaus kriegst du sowas bestimmt nicht. Ne. So, und jetzt ab zur Area. Wir kommen von der coolsten männlichen Hauptperson. So notgeilsten weiblichen fast. Gut, der hey, Fame! Lang nicht mehr gesehen. Dan Shepard, I'm flattered. Tut's weh. Are you in a lot of pain? At times. The oxygen transfer proteins don't form correctly. Hmm. Your human equivalent would be hemoglobin. As a result, my blood is low in oxygen. No matter how much I breathe in, I get tingling, numbness. And that is the best of it. As for my brain, I cannot track the damage. I just experience dizziness from time to time. So. Das ist eine scheiß Krankheit, ha? Wundert mich nicht, Sauerstoffarmut zu ödet langsam. Do not grieve for me. Perhaps we will keep up. Gut. Denn. Aber jetzt ist er halt ein Pflegefall, ne? Deine Schuld. Du musstest ihn durch Dings. Und jetzt ab ins die geilste Bar überhaupt. Weil du den armen Thane durch Kollektorenbasen hetzen musstest. Ja. Erstens mal hast du da richtig schön Beat von Purgatory vorne draußen. Aber, kleine Frage, ist der Joker nicht in Purgatory auch drin jedes Mal? Auf der Citadel City? Ich glaube ja. Ich denke schon, ja. Jo. Er ist aber ein bisschen fertig, ha? Ja. Was ist denn da hinten gerade auf Stress aus, oder was? Mach mit! Der Typ ist fertig, halt die fest! Der Salariana steht daneben und lacht sich an Orma fast. Ich glaube, der analysiert das Ganze. Typisch Salariana eben. Der würde nichts sagen, aber das Purgatory, ja? Da kann sich das Bier anschleichen. Das ist der Bad, das Purgatory ist riesig. So, und wo in diesem riesigen Haufen. Da drüben ist Area. Ja, genau. Ich wollte gerade fragen, gefunden. So you admit you and your thugs are here illegally.
Yes, and it only took C-Sec 3 weeks. Bam! I don't care who you are. You're required to go through processing like all other refugees. Come with me. I don't think so. Shear. Glaube nicht. Get me the asylum counselor. Greetings, Aria. Is there something you need? I'm being asked to submit to immigration processing. Of course you are. Aber natürlich. What else can I do for you? Die Aria ist, glaube ich, eine von den mit Abstand mächtigsten Asari, die es gibt. Oder? Da steht irgendwer bei irgendwie fett in der Kreide. Naja, die Sache ist nicht einmal die. Die Aria weiß einfach alles. Ja, das ist die Problem. Ist genauso schlimm wie der Shadow Broker, wenn nicht schlimmer. Nur ist sie freundlicher als der Shadow Broker. Naja, der jetzige Shadow Broker gefällt mir besser. Boah, Liara und Arya sollten sich ja mal volles Battle geben. Da war jetzt echt interessant, wer mächtiger ist von seinen Informationen her. Liara. Was ist passiert, ja? Was ist passiert, Junge? Deceit, Distraction and a big fucking army. They lured me away from Omega and ambushed me. I escaped, but Cerberus had already laid siege. By the time I could launch an assault, they were too entrenched. Mahe, Escort, die haben sie aus Omega rausgebombt, die Schweine. Tja, gewusst wie, ne? At least you escaped to fight another day. And that day is coming. I'll take Omega back, but I'll get to that. You're here because I have a proposition. I'm listening. The way I see it, if you don't defeat the Reapers, we're all dead. Won't matter where I'm. Ach nee, das hat sie aber schnell erkannt. It's in my schon, ne? What are you offering, Aria? On Omega, I kept the Blood Pack, Blue Suns, and Eclipse in check. Now they're running amok. Nobody wants that. Unite them under my rule, and you'll have a powerful and ruthless force for your war. I've laid the groundwork with all three groups. I just need you to close the deals. Ja, diese Partie sind abschauen. Ja, aber eigentlich ist das ja. Nein, wir brauchen nein, nicht. Ja. Stimmt. Oh, das klingt irgendwie nach der schlechteren Antwort. Trotzdem, das ist die logische. I'm trying to help you. Why don't you think it over? Meet with Gnarl, my agent who's dealing with the Bloodpack. The Blue Sun's leader is incognito here on the Citadel. He'll be expecting you. And I already have a deal with Jonas Sedaris, the Eclipse leader. You just have to get your friend Commander Bailey to let her out of jail. Das ist ja Sanktion, ja. You obviously don't know Bailey very well. Bailey respects ja. Lean on him. I think a united force of professional mercs is worth. Aber es ist eigentlich eine richtig geniale Aktion, oder? Von der Area. It's always ja, das stimmt auch. Du kriegst die drei härtesten Söldner Gangs und alle unterstützen sie die. Das ist schon ziemlich cool. Da klappt man doch. Gut, die Klamotte bei Asari, okay, aber bei Menschen? Tja. So, da danced jemand volle Wäsche ab. Oh, schau. Der James! Der danced it up, der huckt da nur. Da, die Asari, die geht ab. Ist das doch jemand? Wie die Asari beim Dings, hier, wo war das? Bei Mass Effect 2 in der Privatbereich von. Die ist cool gewesen. Frontschwein. Oh, now, come on. I didn't mean anything by it, Commander. Uh-huh. What did you mean then? Was ich also haben sie gemeint. None of them officers, just soldiers fighting the war. Yeah? Ja? They've been buying me drinks all night. You know why? Das ist überhaupt. They got all quiet and serious when you walked in. Stimmt, zum Beispiel. Das gefällt mir nicht. Ja. I've seen a hell of a lot, but I'm still just a soldier. I'm still one of them. Sure, but they don't know you. They just know what they've been told. Listen, this is all about. You want them to see you're one of us, right? Maybe. Then buy them around. Oh ja. Gute Idee. Ja, leider Gottes ja. Schon, oder? Ja. I like the way you think, Lieutenant. Compadre. Manchmal muss man einfach. The commander would like you to have a drink.
on her. So here's to us. Who's like us? Ja. Da muss man aber klicken. Ich glaube, dafür kriegen jetzt wirklich obdrinnigen Sachen, ne? Ja. Aber es ist irgendwie die bessere Entscheidung gewesen, oder? Das auf jeden Fall. Das gibt die Moral. Not bad, Shepard. I was hoping you'd know that one. Thanks for the warning. So, das sehen wir haben. Doch, plus 2 Ruf? Ja. Das so was Gutes, nicht was Schlechtes. Ich glaube, wir hätten schlecht gekriegt, wenn wir es nicht gemacht hätten. Sag mal, will dir irgendwas von uns da hinten? Nee. Aber du müsstest nochmal die Treppe hoch. Schau mal, die schaut uns nach. Bricht dein Hals nicht. Ich dachte, der Arsch guckt raus. Alter. Wir brauchen mehr Kampfgeist. Holt Alkohol. Speibt an Reborn. Du musst da jetzt links hoch. Dead ass. Warum? Okay, mal ganz peinlich obdancen. Na, du musst weiter links. Ey, Alter, die Bardame. Soll ihr denn eigentlich Drinks ausschenken oder so? Ja, die hat aber. Boah. Die geht aber gut ab, oder? Stattdessen dancet die ab. Dann geh ich mal nach links. Weiter. Irgendwo dahin. Das wird doch. Irgendwer sein. Oder nicht? Normalerweise steht der Joker dann irgendwo hier in der Gegend. Ja, aber noch nichts. Das kommt erst. Nicht? Ja. Also, stimmt, der Joker, das, der Joker ist da jetzt, wo der James war. Und die stimmt, Dings ist ja oben. Aber das. Stimmt, der Joker braucht erstmal seine Gehhilfe. Richtig. Valium und. Warte mal. Der Joker braucht seine Gehhilfe. Nana, Valium. Wie heißt das Zeug? Daddy's Blaue Pillen. Na, wie heißt das Klump? Viagra. Valium und Viagra. Volle Dosis. Das eine beruhigt und das andere verdünnt dein Blut. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Schmerzfrei, aber geil. Ja. Ja, genau. So. Die brauchen der Knochen durchstößt immer noch gerne die Haut und so. Das war's eigentlich schon auf der Citadel, ne? Ja, aber sag mal, gibt's auf der Citadel nicht ein, zwei Shops? Schon, oder? Schauen wir mal, ob wir da richtig sind. Nein. Woodshots Büros. Aber wenn. Was wollen wir jetzt machen? Grimson Academy, dürfen wir da nicht die Jack antreffen? Die Grimson Academy, ja, mit Crimson. Ja, Entschuldigung. Das liegt an dem Spiel, was ich damals gespielt habe. Wenn wir mal zu der, ja. Sky, hieß das. Achso, ja. Nee, dann werden wir mal zu der. Zu der Grimson Academy, ja. Gut, das mit den Söldner, da haben wir ja ein bisschen Zeit für. Ja, das. Wir müssen eh noch öfters auf die Citadel, von daher. Stimmt schon, ja. Da ist jetzt niemand mehr, der was von uns braucht. Das coolste ist sowieso dieser Bloodbag-Söldner. Das ist so ein Lappen. Weil es so ein. Wie heißen die wieder, diese Vampirartigen Viecher? Ja, was hast du mal? Varus? Na. Volus. Nee. Volus. Nee, oder? Volus waren diese kleinen Fetten. Warte mal, Volusken sind generell was anderes. Scheiße. So, warte mal, wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ich weiß die Dings, aber können wir nicht irgendwas am Schiff. Weißt du, was wir machen könnten? Wir gehen mal bei der Waffenkammer vorbeischauen. Was ist das denn? Nein. Ah ja, genau, die haben ja gesagt, wir haben ja so einen Kampfhund bekommen. Ja, der sucht. Das ist aber süß. Sucht der Hallo, Kai 9. Den sollte man doch zurückbringen zum Herrchen, oder ne? Ja, aber von wem war der noch gleich? Keine Ahnung, musst du deine Mails durchchecken. Ja, mach ich. Da, den müssen wir treffen. Ich finde das mit dem James einfach nur die genialste Aktion, wenn du mit dem James das Sparring machst. Da kannst du einfach mit James voll verhauen. Why not? Hey, Boss. So, also diese Turian-Antwort, ne? Edie's got herself a shiny robot body. Was? She got that Cerberus bot and took it over. You're shitting me. Eigendynamik, das wenn sowas. You down here for a reason? Jetzt sehe ich zu.
Ja, genau. Jetzt sehe ich zu. I did just come to chat, but I might stay for the show. Have to work harder than that if you want me to blush. Bam. Not sure what there is to talk about. You already know my service record. Yeah. I don't actually. I didn't have access to personnel records when we met. Right. Forgot about that. Not too sugar. Well. Typ hat auf nur einen riesigen Rücken. Think you can dance and talk at the same time? Jawohl. Natürlich kann ich das. Ich kann tanzen. Okay, Lola. Ja, sie kassiert die erste. Sie kassiert die erste Grotte. Bam. I got my share of scars. You remind me of my old CEO. Oh yeah. And who was that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Bam. War eine schlechte Aktion. Hübsch. What do you mean was? Died. Vor allem sie blutet nicht, nachdem er ihr zwar aufgelegt hat, ne? Da, schau, das ist der. Was? Das ist der Vorfall, über den er redet, der Film. I chose the intel. Sorry. That's a tough call. The best part was, we didn't really need the intel in the end. Because you were out saving the galaxy by taking down the entire Collector homeworld. Ah, da zerlegt man einmal das große Böse. Dann macht man es falsch. Tja. Sonst macht er sich jetzt mehr Sorgen. Bam! I do. You shrink too? No. That stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. Der Hund, Mac, spaziert hinten entspannt in der Gegend, Thomas. Maybe you don't care if you live or die. Or maybe. I'm just willing to do whatever the fuck it takes to end this goddamn war. Rams. Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Das ist so mad. Pep talk. Anytime. Hey. Thanks for the dance, Lola. Lola. Ja, aha. Lola ist irgendwie ein bisschen arg bärquillig. Huh? You kinda look like a Lola. So falsch. Du schaust aus wie eine Lola. What? Ja. Now you made me blush. Na, immerhin. Sei Ruf. Und diese Hundile. Jo. Ja, los. Gut, dann schauen wir mal zum Hund. Zum. Hey, cool. Das ist ein Varianer-Schiffsmodell rumgelegen. Nice. Nachschub-Interface. Was haben wir da? Kaufen Sie mit Guild-Upgrades. Spectre-Ausrüstung. Hä? Geschäft öffnen. Nice! Das können wir von der Normandy auch aufmachen. Oh, dann gehen wir auf das nur, Ding. Nur, dass es 10% teurer ist halt, aber das geht ja, oder? Das geht eigentlich noch, ja. Gehen wir zurück und gehen wir auf Casa Fabrications. Schauen wir mal, Casa Fabrications. Alter, was war... Inferno-Panzerung. Nee, weiter oben. Ah, schau, die Inferno-Panzerung, das ist die Dings-Panzerung aus, na, wie heißt's aus... wie heißt dieses Horrorspiel auf die Raumschiffe, wo du immer Third Person spielst? Also Science-Fiction-Ding. Ich weiß, was du meinst. Die liegt auch gerade auf der Zunge. Ja, auf jeden Fall, so schaut die Rüstung aus. Dead Space. Aus. Dead Space, ja, es dürfte der Dead Space-Rüstung sein. Ja, aber geh mal wegen hoch. Warte. Dann mal, ich schau doch mal. Punisher. Alter, was war das für ein Teil? Geh mal hoch. Gav Plasma. Anti-Syn-Gewehr ADAS 1. Bam! Schaut das Ding geil aus. Gekauft. Schau es mal weiter durch, bevor du da alles tot kaufst. No. Ich gehe eigentlich bei den ganzen Sachen dabei. Oh, geh mal auf das Krischer-Karbunengewehr, bitte. Von da. Schaut nice aus, ja.
Kapitänin. Im fünften Einsatz in den. Alter, das Ding sieht echt geil aus. Das schaut. Ah, das ist Fahrer. Jawohl, das wird geupgradet. Vindicator. Magazin-Upgrade. Das war nicht schlecht, ne? Ja, Pistolen ist aber blöd. Sturmgewehr. Ja. Kaufen wir sonst einmal noch. Oder, na, warte mal, schauen wir mal dabei noch. Was ist das doch für Waffen? Ah, ein kleines Modell. Sniper. Argus Indira, das ist ein normales Scharfschützengewehr. Für das Scharfschützengewehr kommt sowieso der Ansatz in Frage. Das Ende aller Argumente. Ah, Schuss. Chakramwerfer. Sieht auch geil. Was ist das? Karabiner. Bogenpistole. Das ist ein Pistol. Ja, Mann. Das, ihr seht schon, ihr werdet komplett zum Geth in dem Spiel. Geth Plasma MP1. Alter. Service Hack hier. Boah, das ist nein, 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 das drüber war's. Das? Das ist bestimmt von Turianen. Das ist das von Turianen. Das turianische Antimaterialgewehr. Jo, fein. Und die Sarat-Vorräte, was haben wir da? Medgeek-Kapazität, das ist der Händler von Krankenhaus. Jo, nice, oder? Alter, dann werden wir mal da. Schauen wir mal, warum wir es denn. Also, da kann man es einfach nur upgraden. Das ist nicht schlecht. Das werden wir upgraden. Ist das dann wirklich nur Pistole, der Riga-Karabin? Wahrscheinlich, ja. Waffenmodstation, so, und jetzt klatschen wir uns das drum drauf. Sturmgewehre. Schon mal Gewicht, das ist bedeutend leichter, es hat mehr Kapazität, weniger Schaden, hohe Kadenz und es ist ja relativ präzise. Schrauben wir da doch rein. Kapazität drauf und dann durch Schaden. Also wir müssen auf jeden Fall den Schaden ein wenig erhöhen, ne? Ja, warte mal, ich schau mal, ob wir. Ja, brauchen wir halt noch das. Wir müssen halt noch den Mod finden für Schaden. Hm. So, und wo haben wir da noch das neue? Da. Was geht da? Da haben wir's. Ah, das ist ein Schotze! Alter, schau auf den Schaden, Junge! Ja, der ist massiv. So, und was bringt das? Erhöht den Schaden nochmal 15%. Bist du deppert. Echt übel. Nehmen wir. Passt. Bestätigen. Gut. Dann machen wir hier einen Cut und vielleicht schauen wir es, dass wir im nächsten Teil die Waffen mal ausprobieren können, ne? Das wäre echt geil. Jo. Und bis dahin, Leute. Servus. Ciao.